Hallo zusammen, heute sind wir bei der GVC Winterthur zu Gast und treffen Daniel Rohner. Er wird uns mitnehmen in ihre interkulturelle Arbeit. Hallo Daniel, vielen Dank, dürfen wir heute bei euch sein. Sag uns doch mal, wie lebt ihr ganz konkret und praktisch die Nächstenliebe unter Migranten und mit Flüchtlingen in eurer Gemeinde? Ja, das sind eigentlich zwei Ebenen. Das eine ist die ganz praktische Hilfe. Denk wiederum, es sind Migranten, die kommen in die Schweiz. Die kennen die Schweiz noch nicht so gut. Oft sind es sprachliche Probleme, die sie haben, natürlicherweise. Und wir versuchen ganz praktisch, ihnen zu helfen, zum Beispiel mit Deutschkursen. Wir bieten Konversation an, wir bieten Grammatik an, parallele Kinderbetreuung für die Vorschulkinder, damit auch die Mütter kommen können und eben hier Schritte, erste Schritte in der Sprache machen können. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene, aus meiner Sicht mindestens so wichtig oder noch viel wichtiger, das ist die Beziehungsebene. Es sind Leute, die kommen aus anderen Kulturen, wo Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Hier bei uns sind sie oft einsam und wir versuchen ihnen Möglichkeiten für Beziehungen zu geben. Und da habe ich sehr, sehr Freude, dass wir in der Kirche viele ehrenamtliche Leute haben, die haben den Herzschlag, die haben das Anliegen, mit diesen Menschen Beziehung zu pflegen. Und dort passiert viel. Beziehungsmäßig, aber auch ganz praktisch in der Hilfe, sei es Nachhilfeunterricht, Mathematikunterricht, Hilfe für Lehrstellensuche oder Wohnungssuche, solche Dinge. Also Beziehung, 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 das ist, denke ich, das Allerwichtigste, wie wir ihnen begegnen können. Und welche Werte sind euch wichtig in eurer interkulturellen Arbeit? Sehr wichtig ist uns, dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Und das geht ganz gut mit viel Humor. Am Anfang, das sind Barrieren, sprachlich, kulturelle. Und wenn man da lachen kann, dann hilft das. Und das andere ist, wir wollen, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen. Wir wollen sie willkommen heißen. Die Willkommenskultur, die ist uns sehr, sehr wichtig. Und warum macht ihr das, was ihr macht? Was ist genau eure Motivation? Eigentlich ist es die Geschichte. Vor vielen Jahren haben wir als Kirche, als GVC, die Stadt angefragt, was wir für die Stadt machen können. Und die haben uns gesagt, macht doch etwas mit oder für die Asylsuchende. Und so haben wir ganz klein begonnen mit gewissen Angeboten. Die haben sich auch gewandelt im Laufe der Zeit und ist gewachsen zu dem, was sie heute ist. Das ist so die eine Motivation aus dem Kleinen hinaus. Ist etwas gewachsen. Und das andere ist, ich glaube, als Kirche haben wir auch einen Auftrag. Schon in den Büchern von Mose heißt es, dass wir uns um die Schwächsten kümmern sollen. Dazu mal waren das die Witwen, die Waisen und eben Ausländer. Das ist heute noch sehr, sehr aktuell. Und so ist es gut, wenn wir uns dort investieren. Und als Motivation, das muss ich schon sagen, alle diesen in diesem Bereich mitarbeiten, die sagen, das macht Freude und letztendlich wird unser Horizont größer und wir alle werden auch beschenkt mit den vielen Beziehungen, den vielen Begegnungen, den spannenden Zeiten, die wir eben mit diesen Menschen haben dürfen. Es ist etwas, das Freude macht und einen selbst immer wieder motiviert. Sehr spannend, dir zuzuhören und sehr eindrücklich, was ihr hier macht. Vielen Dank, Daniel, dass du uns da mit reingenommen hast und uns eure Arbeit gezeigt hast. Sehr gern geschehen.